herzlich willkommen, liebe Leute. Heute sind wir in Las Americas. Ich stehe hier vor dem Iberostar Hotel, mache meinen üblichen Spaziergang, so wie jeden Tag. Wir wollen ja gesund und fit bleiben, trotz Hitze. Und es ist ja schon fast Abend. Viertel nach sechs ist es schon. Dann habe ich mir gedacht, wenn ich schon in dieser Gegend bin, die habe ich euch, glaube ich, noch nicht gezeigt, nehme ich euch da mal gerne mit. So, der Blick von hier oben schon zum Wasser schaut so schön aus. Also, das ist das Iberostar Hotel in Las Americas. So schaut der Eingang hier aus. Und wir sind ja ein bisschen schlau, wir wollen zwar Schüsse sammeln, aber bei der Hitze bergauf laufen wir nicht. Also laufen wir schön hier bergrunter und genießen auch die schöne Aussicht. Dann zeige ich euch mal auch die Ecke hier. Kann ja nicht schaden. Leute, ich sag's euch, es ist zurzeit sowas von heiß. Aber so wie ich es von meiner Family mitbekommen habe, ist in Deutschland auch nicht sehr viel kühler. Naja, wir machen mal das Beste daraus. Ein bisschen Abendsonne tanken für Vitamin D-Produktion. Schritte für unser Herz-Kreislauf-System. Wir sehen in allem nur das Positive. Da runtergehen ist wirklich viel einfacher. Ist ja fast wie sich runterrollen lassen. Hier ist eine schöne Bäckerei für Frühstück, falls ihr mal hier in der Nähe seid. Das ist unser Früh hier eigentlich immer voll. Das Smart Bakery. Fällt mir gerade so ein, wo ich da vorbeilaufe. Könnte ich euch ja zeigen. Jetzt ist natürlich zu. Aber in der Früh ist immer voll zum Frühstück. Ja, 57 Grad. Warm ist es aber so, hoffe ich nicht. Warm hoffe ich nicht. Und da sich auf die Temperaturanzeige hier nicht so immer ganz verlassen. Mal hier rum und quatsche so random. Und ab und zu, wenn mir was einfällt, schwinke ich schnell rüber. Sag's euch. Falls ihr mal eine Post braucht, hier ist die in Las Americas. Falls noch jemand noch immer auf die altmodische Art und Weise, ne? Gut. Was verschicken will. So, sonst ist es hier halt Teneriffa-like. Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten, Ausflugsmöglichkeiten, Stände an jede Ecke. Der schaut schön aus. Gucken wir mal, was es da gibt. Sind wir ja schon gleich bei der deutschen Karte.
Knoblauchbrot 1,90. Hühnersuppe bei der Hitze 3,50. Ja, Pizzas, Margarita für 10,50. Fischgerichte, Hähnchen. Auch ja, schön. Mexikanische Ecke, Fajitas gibt es auch. Angenehm aus. Hallo. Hallo, Coffee Shop, Cannabis Club. No, thanks. Italiana. Uè, zio! Oggi! Ja, oh, hier ist mein Lieblingsrestaurant. Ich wollte schon gleich hier runterlaufen, aber ich glaube, ich muss euch das zeigen. Also das ist hier in der Ecke. Nichts gegen die anderen, schauen auch alle schön aus. Leckeres Essen gibt es auch überall. Aber Jamaican Cuisine ist meine Numero Uno hier. Nasties. Das ist so ein leckeres, tolles Restaurant. Die haben hier anscheinend noch nicht auf. Ich weiß nicht, wie die Öffnungszeiten sind. Ich bin immer abends da. Aber Leute, wenn ihr hier seid, hierher kommen, Pflicht. Nicht Vorschlag, Pflicht. Die haben nicht viele Gerichte auf der Karte, aber das schmeckt, das ist der Hammer. Das ist wirklich zum Finger ablecken. Hier zeige ich euch mal die Karte. Also ihr seht ja, hier steht ja schon bei dem ersten 48 Stunden mariniert Fleisch. Also sowas Leckeres habe ich wirklich in meinem Leben Ewigkeit nicht gegessen. Deswegen, wenn ihr hier seid, unbedingt ins Nasties gehen. Habt ihr mich gehört? Ist Pflicht. Und mir schreiben, wie es war. Ich will keine Beschwerden hören und ich werde definitiv auch keine Beschwerden hören, weil das Essen ist der Hammer. So. Und jetzt zeige ich euch hier mal den Weg hier runter. Gehen wir zur Promenade. Hier ist auch nochmal der Eingang. Und da ist so schöne Barbecue-Grill. Ist wirklich super leckeres Essen. Ich war noch nie in meinem Leben in Jamaika. Ich weiß nicht, wie es da drüben schmeckt, aber wenn es nur ansatzweise so schmeckt wie da, muss ich hin. Weil das ist super lecker. Was kann ich euch hier auch noch außer dem schönen Weg zeigen? Massagespa gibt es natürlich. Dann hier gibt es ein armenisches Restaurant. Eine Bücherei. Oh, und da unten ist das schöne, kühlende Wasser. Der geliebte Ozean, der Lebensretter zurzeit. Casino, falls jemand seine Urlaubskasse gleich loswerden möchte. Vielleicht habt ihr auch Glück. Ich sollte ja nicht immer von mir ausgehen. Ich habe beim Spielen nie Glück. Vielleicht
könnt ihr auch eure Urlaubskasse aufbessern. Da haben wir mal einen kleinen Blick von hier oben, bevor wir noch weiter raufgehen. Hier ist es auch schön abends. Kann man sich, wenn man nicht in eins der Restaurants gehen möchte, auch hier schön hinsetzen und den Sonnenuntergang beobachten. Sogar. Es ist zwar schon fast 6:30, aber richtig heiß, perfekte Zeit, um an den Strand zu gehen. Und auch nicht so viel los jetzt. So, jetzt geht es weiter oben die Promenade entlang. Sich die Restaurants mal anschauen. Steigen ist auch gesund. Hier ist das Monika. Wenn ich schon mal da bin, zeige ich euch die Speisekarte auch. So, Knoblauchbrot 1,95. Hier ist auch Hühnersuppe 5,25. Salate gibt es. Nudelgerichte. Paella mit Fisch und Fleisch, 15,95. Risottos. Pizzas. Das Übliche, sagen wir mal so, an der Promenade entlang von jedem etwas. Fleischliebhaber, Paellas, Tapas gibt es normalerweise auch. Schaut das Restaurant aus. Genau, also wie ich gesagt habe, Tapas gibt es eigentlich auch hier. Das ist so der Standard an der Promenade. Fleisch, Fisch, Tapas, Paellas, Pizza und Pasta. Bier für 1 Euro. Das ist auch so. Seit Jahren der Standard an der Promenade entlang. Pint Bier für 1 Euro. Ganz wichtig für viele. Hier ist das Europa. Kann ich euch auch mal zeigen von den Preisen her. Knoblauchbrot 2,15. Wenn wir jetzt bei den Standardsachen bleiben. Hühnersuppe 5,50. Hähnchengerichte. Pasta. Schweinefleisch, Rindfleisch, Fisch, Paella und Pizzas. So. Hola, buen día. No, gracias. Hier ist das Samoa. Pasta, Pizza, Burger, Snacks, Smoothies. Eine mal Shopping-Gelegenheit. Ein Ausflugsstand. Ein Restaurant.
und Massage natürlich. Ja. Fußmassage, 15 Minuten, 15 Euro. Spezialangebot. Falls jemand Interesse hat. Oh Leute. Es ist doch wärmer als gedacht. Ich glaube, jetzt wäre ich sogar lieber da drüben über dem Wasser. Mit dem roten Ballon fliegen. Aber ich zeige euch mal hier noch ein bisschen, eine kurze Strecke. Machen wir noch mal 5 Minuten, das kriegen wir noch hin. Und dann ist Pause angesagt. Hier die berühmte Fundgrube. Hier gibt es auch ganz oft hier die Promenade entlang. Ich habe so lange gebraucht, mich um an den Namen zu gewöhnen. Aber die haben eigentlich Kosmetik, also zum Schminken und Cremes, Schuhe, Bekleidung. Markensachen. Also ist keine Fundgrube. Sondern wirklich Markensachen. Was ist hier los? Hier los? Hat der Wolfis Sommerpause oder macht er auch erst abends auf? Jetzt auch das Restaurant Wolfis. Ich war schon lange nicht mehr da. Die Öffnungszeiten der einzelnen Cafés und Restaurants weiß ich leider nicht mehr. Der Blick von hier. Finde ich so schön. Da drüben ist eine Fähre. Seht ihr die da? Oh, da ist das Boot, mit dem ich vorhin geträumt habe, auch zu fahren. Bei der Hitze. Und da ist der wunderschöne Ozean. Und das da ist ein Beachclub. Der ist auch schön. War ich früher auch öfter. In letzter Zeit irgendwie nicht. Ich weiß nicht wieso. Aber früher, also früher vor 5-6 Jahren, wo wir nach Teneriffa frisch gekommen sind, da war ich ja mindestens einmal im Monat, wenn nicht öfter sogar drüben. Irgendwie heute nicht so viel los. Oder ist noch zu früh und da ist Sommerhitze, 6:30. Da auch sogar Happy Hour von 4 bis 7, alle Cocktails 6 Euro. Im Eulenspiegel, aber keiner da. Thank you.
Da war der Eingang vom Beach Club. Was ist denn da passiert? Hotel Jardin Tropical. Renovieren die oder was ist da los? Mal gucken, ob wir von oben spitzeln können. Von hier unten ist alles zu. Was ist mit meinem Lieblings-Beachclub los? Also meinem alten Beachclub. Ich habe den gemacht, weil der so ruhig war. Das hat jetzt nicht mit dem Beachclub, was man sich als Beachclub vorstellt, zu tun. Dass da laute Musik und Party ist. Das ist einfach nur ein schöner Pool mit Liegen. Nein, kann man nicht sehen, haben sie alles zugemacht. Und hier? Nö. Kann man nicht so richtig erkennen, was los ist. Es ist hier schade, dass sie das zugemacht haben. Der Blick von hier oben war immer schön. Ah, da kann man spitzeln. Ein bisschen. Dann spitzeln wir. Oh ja. Die haben ja eine riesen Baustelle aufgemacht. Die machen ja alles neu. Ganz den Pool, alles zu schlagen. Das da unten, wo die Steine sind, das war der Pool. Okay. Bin ich mal gespannt, wie das ausschauen wird, wenn das fertig ist. Auf jeden Fall haben sie da eine Riesenbaustelle aufgemacht, den ganzen Pool weg. Ich finde es nur schade, dass sie hier das alles zugemacht haben, weil der Blick von hier oben war wirklich richtig schön zum Wasser. Konnte man sich abends hier so richtig schön auf die Bänke setzen und rausschauen und träumen. Naja. Hier ist auch Coco-Kaffee. Kann ich euch auch mal die Karte zeigen, wenn ich da bin. Ja. Burger, Süßigkeiten und hier für Brunch. Das hat, glaube ich, auch neu aufgemacht. Ich kenne nur das Babo von drüben. Kann ich euch auch mal die Karte zeigen? Ich war echt nicht lange hier. Da ist auf Deutsch die Karte. Kino. Gaspachos, Pasta. Fleisch vom Grill. Babo American Grill. Ich meine, da war früher ein anderes. Eindeutiger Beweis, dass ich schon lange nicht in der Ecke spazieren gegangen bin. Das vielleicht mal wieder machen sollte. Wieder mal ein Beweis, es ist gut, wenn ich meine Kamera mit einpacke, wenn ich mich auf einen Spaziergang mache, weil dann gebe ich mir Mühe, euch was zu zeigen und laufe nicht nur irgendwelche Seitenstraßen,
oder nur am Strand entlang. Und dann entdecke ich auch Sachen, die ich schon lange nicht gesehen habe. Ja. Ja, jetzt sind wir hier schon fast am Puerto Colón. Da drüben ist der Hafen. Und hier sieht man auch die Baustelle. Den Beach Club. Hoffentlich sind sie, bis die Saison anfängt im Winter, fertig. Mal gucken. Hier sind auch noch ein paar Cafés. Und Massagesalon. Ich weiß nicht, ob ich mit dir, ob ich mit euch hier war oder ob ich immer, wenn dann nur Puerto Colón die Ecke gemacht habe und dann aufgehört habe. Also zeige ich euch das mal jetzt. Hier. Oben gibt es ganz viele Vögel. Papageien, glaube ich auch. Habe welche jetzt gerade Ola reden gehört. Und hier ist der große Parkplatz am Puerto Colón. Wenn man mit Auto kommt, da vorne geht's rein, da ist der Automat zum Bezahlen. So, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich mache jetzt hier Schluss, weil es doch noch immer sehr heiß. Es war ein kurzer, schöner Spaziergang. Freue mich immer, euch mitzunehmen, weil, wie gesagt, dann gebe ich mir ein bisschen Mühe und zeige euch auch was Besonderes. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und wir sehen uns auch beim nächsten Spaziergang. Also, bis zum nächsten Mal. Schönen Tag euch. Ciao.